Einsame Eifellandschaft. Ein enges Tal zwischen dürftigen Wiesen und Weiden auf der Hochfläche des Ahrgebirges. Hier liegt Rupperath, ein Dorf an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Einwohner dieser entlegenen Siedlung im sogenannten rheinischen Sibirien haben sich heute weit über ihren Lebensraum hinaus einen beachtlichen Namen geschaffen. Unabwendbar schien die Armut des Dorfes zu sein, hier im Kreis Euskirchen, der neben Schleiden und Monschau zu den förderungsbedürftigen Gebieten des Landes Nordrhein-Westfalen zählt. Im Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes werden diese Gebiete denn auch entsprechend berücksichtigt. Aber trotzdem konnten die Rupperather Bauern auf dem mageren, kalklosen Boden sich nicht an den zeitüblichen Lebensstandard heranarbeiten. Mehr als 100 Männer und Frauen der 430 Einwohner zählenden Kleinstgemeinde suchten deshalb ihr Glück im Kölner und Euskirchener Industrieraum. Romantik und Schönheit der Landschaft bieten den übrigen kein Äquivalent für unerreichten Wohlstand. Trotzdem kam der bescheidene Wohlstand eines Tages doch, geführt vom Zufall. Die Rupperather begannen wieder zu spinnen und zu weben. Heute sind Handwebereien aus dem abgelegenen Eifeldorf nicht nur in Deutschland bekannt und gefragt. Sie finden bereits Interesse und Käufer in Holland, in Frankreich und in der Schweiz. Den Jüngsten des Dorfes mag vorbehalten sein, was Oma und Opa, die Eltern und die Geschwister mit Begeisterung und Fleiß durch ihre nebenberufliche Tätigkeit am Spinnrad und Webstuhl fertiggebracht haben. Doch auch sie sind schon im Werkunterricht in der Schule mit Eifer bei der Sache, um die Geheimnisse der Textilkunst zu erlernen. Manche Arbeiten der Rupperather Volksschüler überraschen sogar durch ihre originellen, farbenfrohen Muster. Sie lassen den Gedanken aufkommen, dass die Spinn- und Webstunden im Rupperath neben dem sozialen Zweck, die Armut des Dorfes zu lindern, auch für die Freizeit eine sinnvolle und wertbeständige Beschäftigung sein können. Doch Gedanken dieser Art sind den Jüngsten des Dorfes noch fremd. Für sie ist dieser Werkunterricht eine willkommene Abwechslung des grauen Schulalltags. Eine der ältesten, farbenfreudigsten Volkskünste wieder aufleben zu lassen und dort anzufangen, wo die Urgroßmütter der Rupperather aufhörten, war eigentlich die Idee des Dorfschullehrers Robert Esser. Der Vergleich mit jenem Märchenprinzen, der Dornröschen aus seinem tiefen Schlaf weckte, drängt sich unwillkürlich auf, wenn er seine Geschichte von dem vergessenen, verstaubten Webstuhl in der Rumpelkammer erzählt. Als ich 1957 hier nach Rupperath kam, fanden wir unter aller Gerümpel auf dem Schulspeicher, das wir zum Martinsfeuer brachten, zwei Webstühle. Unser Bürgermeister riet mir, diese beiden Webstühle nicht zum Martinsfeuer zu bringen, sondern sie in der Schule aufzustellen. Nun, im Gruppenraum der Schule begann ich mit den Kindern zu weben. Wir kauften Rahmen hinzu und schnell brachten wir eine Ausstellung vor Weihnachten zusammen. Diese Ausstellung hatte erheblichen Erfolg, sodass viele Leute aus dem Dorf kamen und sagten, wir können auch spinnen und weben. Und so schlossen wir uns zu einer Werkgemeinschaft für Handwerkkunst zusammen. Die ersten Schritte zu erfolgreicher Rupperather Selbsthilfe waren getan. Dorflehrer Esser scheute nach diesen guten Anfängen weder Mühen noch unentwegten Einsatz. Er lehrte, warb, organisierte und lernte. Denn vom Spinnen selbst hatte er keine Ahnung.
Der Bürgermeister brachte ihm die ersten Spinn- und Webkniffe bei. Es dauerte dennoch 2 Jahre, bis er mit Spinnrad und Webstuhl wie ein Meister umzugehen wusste. Heute sieht man den Lehrer oft am Spinnrad oder Webstuhl sitzen, um den Operatern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Von dem ersten verdienten Geld kaufte der Lehrer neue Spinnräder und Webrahmen hinzu und brachte den Männern des Dorfes, wenn sie abends von ihrer Arbeit zurückgekehrt waren, den Umgang mit feinen Garnen bei. Heute surren 10 Spinnräder und klappern 13 Webstühle in den Bauernstuben für die Werkgemeinschaft Handwebkunst Operat. Ihr Gründer, Materialeinkäufer, Buchhalter und Organisator ist der universelle Dorfschulmeister. Die Werkgemeinschaft finanziert das Arbeitsmaterial, sorgt für die Geräte, wirbt und verkauft die Erzeugnisse. Alle für die Werkgemeinschaft Tätigen, die inzwischen wohlwollende Unterstützung der Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland in Köln findet, sind entsprechend ihrer Leistung an dem Gewinn beteiligt. Mehr als 50 Einwohner des Dorfes, Schüler, Lehrlinge, Frauen und selbst die Ältesten arbeiten inzwischen für die Werkgemeinschaft in ihrer Freizeit. Vor allem an den langen Winterabenden surren die Spinnräder und rattern die Schiffchen bis weit in die Nacht hinein. Der Verkauf im letzten Jahr war der bisher beste. Und jedes der Mitglieder der Werkgemeinschaft verdiente, abhängig natürlich von der jeweils geleisteten Arbeit, zwischen 800 und mehr als 2000 Mark. Besonderen Beitrag zu diesem Erfolg leistete die Verkaufsausstellung der handgesponnenen und gewebten Waren, die seit Bestehen der Gemeinschaft alljährlich zur Adventszeit durchgeführt wird. Aus dem In- und Ausland reisten die interessierten Käufer in das entlegene Eifeldorf, um ein Stück Operater Handweberei zu erstehen oder um neue Bestellungen für andere Farben und Muster in Auftrag zu geben. Inzwischen haben sich die Verantwortlichen des Dorfes entschlossen, auch den Fremdenverkehr zu fördern, um so einen neuen Kreis von Interessenten für ihre handgewebten Waren zu finden. Prospekte werden verschickt, auf denen man Ferien in der gesunden Eifler Luft des Handweberdorfes anpreist. Während an den Spinnrädern und Webrahmen neue Wolle verarbeitet wird, übernehmen andere Hände in den Operater Familien die Weiterverarbeitung der gewebten Stoffe. Nach Mustervorlagen bekannter Grafiker, Maler und Künstler, die die Werkgemeinschaft zur Mitarbeit gewonnen hat, werden die eingefärbten Stoffe zugeschnitten, bestickt und appliziert. Zur Vervollkommnung ihrer Fertigkeiten erhalten die Operater Werkunterricht. Darüber hinaus kommt 2-mal in der Woche ein Sticker zu Ihnen, eine Fachkraft für handgestickte Kirchenkunst, der Ihnen außer gewandten Stichen zur Anregung Vorbilder aus seinem Metier zeigt. Erste Handwebereien mit selbst entworfenen Mustern der Operater sind bereits verkauft worden. Besonders wertvolle Einzelteile Operater Handwebkunst werden signiert. Das Angebot der in der Werkgemeinschaft gefertigten Handwebereien umfasst farbenfrohe Kissen, moderne Tischläufer, Tischdecken in verschiedenen Größen und Farben aus Leinen und Wolle, Brücken und Wandbehänge.
Die Preise für Tischdecken liegen je nach Größe zwischen 40 und 50 Mark. Für Kissenbezüge zwischen 10 und 20 Mark. Glanzstücke Rupperater Handwebkunst sind Paramente, Chormäntel und Schmuck für Altäre in Gobelin-Technik mit aufgestickten oder applizierten liturgischen Symbolen, deren Mustervorlagen zum größten Teil ein bekannter Kölner Bildsticker entworfen hat. Die Preise für Rupperater Paramente variieren von 250 bis 700 Mark. In den Regalen des Verkaufsraums der Werkgemeinschaft in der alten Dorfschule, der für Besucher jeden Tag geöffnet ist, warten die fertiggestellten Waren auf ihre Kunden, die entweder vereinzelt mit dem Auto oder sogar mit Bussen, organisiert durch Reisegesellschaften aus den Städten, auf die einsame Hochfläche des Ahrgebirges nach Rupperath kommen. Wer allerdings hofft, dass sich alte Bauerntruhen öffnen, um Kostbarkeiten für Liebhaber freizugeben, der wird enttäuscht. Der Tradition entspricht allein die Tatsache, dass jedes Stück in den einfachen Bauernstuben entstanden und dass es handwerklich, fachgerecht, nach der schlichten Einfachheit alter Bauernmuster gearbeitet ist. Die Rupperather Selbsthilfe mag dem flüchtigen Beobachter ungewöhnlich erscheinen. Sie ist indessen ein schlagender Beweis dafür, dass es für wirtschaftliche Selbsthilfe in ländlichen, abgelegenen Problemgebieten kaum Grenzen gibt. Der Lehrer hat mit seiner Idee und etwas Glück natürlich diesem Dorf helfen können. Ob diese Hilfe allerdings ausreicht und der jungen Generation des Dorfes dieser Weg, die Zukunft in der Vergangenheit zu suchen, Erfolg und Sicherheit bringt, ist fraglich.